Im heutigen Mittwochsvideo will mich mal wieder ein Betrüger anzeigen. Ich bin der Callcenter-Crasher. Vielleicht will er mich ja anzeigen, weil er von Anfang an im Telefonat gelogen hat. Betrügerlogik mal wieder. Er gibt sich wie so oft als eine andere Firma aus, von der aus er mir natürlich keine E-Mail schreiben kann. Leider ist meine Stimme etwas leise zu hören. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Nun kommt das Intro und danach geht die Märchenstunde los. Viel Spaß damit! Ja, bitte? Hallo? Wie geht's Ihnen, Herr Gork? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wer sind Sie? Ich bin Tony Durand. Ich rufe Ihnen jetzt gerade von Amazon. Wie heißen Sie? Tony Durand. Ah ja. Ich rufe Ihnen jetzt gerade von Amazon. Aber es ist eine schlechte Erfahrung gehabt mit Online-Investitionen, mit weil Amazon? Wir sind verständen, Ihnen zu helfen. Sie rufen von Amazon an? Ja. Ja? Haben Sie eine schlechte Erfahrung gehabt mit Online-Investitionen? Ja, ich habe viele weil Anrufe mit Betrügern, die mich anrufen. Habe ich ganz, ganz viele schlechte Erfahrungen. Ach so, Herr, wenn Sie wollen mit uns verdienen Geld... Mit wem wollen Sie denn bitte sprechen? Herr, ich weiß nicht, mit welchen Leuten haben Sie gearbeitet. Mit wem wollen Sie denn sprechen? Hier wohnen mehrere Leute. Herr, darf ich ein paar Informationen erst einmal geben? Nee, erstmal möchte ich wissen, mit wem Sie sprechen wollen. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie... Tony Durand, da habe ich schon mal. Mit wem Sie sprechen wollen? Wie heißt Sie, meinst du, ja? Ja, genau. Wie heißt Sie? Sind Sie gerade Herr Eric? Herr was? Sind Sie Herr Eric? Heißt du Herr Eric? Nein, heiße ich nicht. Wie heißen Sie? Ja, das geht Sie doch gar nichts an. Offensichtlich wollen Sie gar nicht mit mir telefonieren. Wenn Sie meinen Namen nicht kennen, dann wollen Sie gar nicht mit mir telefonieren. Hier steht Georg Wolter. Sind Sie? Vorreiter, ja, das bin ich, aber das hat ja nichts mit Erik zu tun. Herr Gurger, wie geht's Ihnen? Bitte was? Ich verstehe Sie kaum. Warum sind Sie sauer, Herr? Ich bin doch gar nicht sauer. Wir haben nur ein Leben. Wir haben nur ein Leben. Ich bin gar nicht sauer. Ich lache nur sehr viel. Vor allem über Betrüger, die versuchen mich zu betrügen. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Bist du Deutsch oder nicht? Du bist ein Betrüger. Ja, das weiß ich. Deutsch, ich liebe deutsche Leute. Ich mag ja, die deutsche Kartoffeln. Weil du Deutsche immer betrügen willst. Nein, das ist falsch. Ich habe gelebt auch in Deutschland. Ich liebe deutsche Kartoffeln. Und dann wurdest du ausgewiesen aus Deutschland, weil du straffällig geworden bist. Genau. Frühstück. Immer steht gut bei Deutschen. Ja, aber bei Betrügern ist Gehirn immer schlecht. Nein. Sind Sie erwarten, Herr Gork? Bitte, was bin ich? Erstmal nicht Herr Georg, Herr Vorreiter ist mein Name. Ja, tut mir leid von meinem Akzent. Sind Sie erwarten? Haben Sie Kinder? Das geht Sie doch gar nichts an. Wow, das ist Herr. Wow, warum sind Sie so? Warum sind Sie denn so ein Betrüger? Nein, ich habe nur gefragt, haben Sie Kinder, ja oder das nicht? Das geht Sie doch gar nichts an. Und da habe ich gefragt, warum sind Sie ein Betrüger? Ich mag die Leute in Deutschland. Warum bist du aggressiv mit mir? Und deswegen betrügst du sie? Nein, ich bin nicht Betrüger. Du hast keine Ahnung. Darf ich ein paar Informationen geben? Und dann kann wir schauen, wir schauen zusammen in Plattform. Gib mal Informationen. Ja, genau. Ja, hören Sie mich. Wir empfehlen mit uns arbeiten, weil mit uns verdienen 30,40% Geld. Das ist von Support-Sicherheit. Vor einer Woche kannst du schauen das. Nur einmal Anmeldung mit 250 Euro und dann kannst du investieren, wann sie wollen. Zum Beispiel 1000 Euro, sie verdienen 1300 bis 1400 Euro.
Achso, verdienen 300 Euro bis 400 Euro pro eine Woche. Das ist alles mit Plattform, alles von Support Sicherheit. Kannst du schauen bei uns, bei unserer Firma Kapital500.co. Ach, du hast doch gesagt, du rufst von Amazon an. Amazon sowieso, aber wir haben Nee, zwei Firmen, Kapital du bist nicht 500, bei wir sind gerade Amazon. im Büro. Du bist nicht bei Amazon. Du bist nicht von Herr, Amazon. wie alt sind Sie? Wie alt sind Das Sie? geht sie gar nichts an. Du bist jedenfalls, du lügst ja jetzt schon. Du lügst ja jetzt schon. Ich rufe Ihnen jetzt gerade von Amazon, Nein, aber tust du unsere nicht, Firma hat tust du auch nicht, zweiten Namen tust du Kapital 500 nicht, und du ich rufst bin nicht gerade von im Büro. Amazon, du rufst nicht von Amazon an. Herr, Herr Vorreiter, bitte. das gibt's keine Rolle. Gibt's Das keine gibt's Rolle, keine was Rolle, ich doch spielt anrufe. Rolle. Spielt große Rolle. Spielt große Rolle. Wenn du Nein, das ist unglaublich. doch unbedingt, Herr. wenn du sagst, du rufst an von Amazon, dann du schon Lügner. Dann du Betrüger. Nein, nein. Doch, Wo sind doch. Sie gerade? Aus welcher Stadt? Welche Stadt? Das geht sie Berlin doch oder auch nichts Hamburg? an. Wo? Das geht sie doch gar nichts an. Wer mich am Warum sind Telefon Sie so? belügt, ja, weil du mich belogen hast am Telefon. Genau deswegen. Nein, Herr, nein, nein, nein. Ich habe alles gesagt. Warum lachen Sie mit deinem Geld? Das ist Ich lache dich unglaublich. aus, ich lache dich aus, weil du so ein dummer Betrüger bist von Nein, ich Amazon. bin nicht Betrüger. Darf ich ein Doch, paar bist Informationen du. geben über Ja Online-Investitionen, wenn gut, Sie wollen? Wir machen das zusammen gib. mit Plattform, aber Ja, wenn Sie wollen nicht, gib das doch ist meine mal, Entscheidung. gib doch Ja. mal, hör doch zu. So, welches ist deine Nein, aber gehen, Plattform? gehen zum Anydesk. Haben Sie Anydesk und dann wir gucken zusammen das. Warum lachen Sie? Anydesk. Ja, typisch Hast Betrüger, typisch Betrüger. du gekifft? Du hast gekifft Herr, offensichtlich. haben Sie Alkohol Anydesk. getrunken? Bist du besoffen, ja Anydesk. oder nicht, Ja, du? typisch Betrüger. Anydesk. Ja, Anydesk oder mit Plattform, wie man. Macheridadesk. Ja. Komm, Warum sag mal, lachen Sie, du Hund? wer ist denn deine Plattform, hä? Was? 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 Nichts verstehen Wie heißt Deutsch? meine Plattform? Ja, du doch verstehen Deutsch ein bisschen? Ja, natürlich. Ja, dann antworte. Ja, gehen zu Anydesk und wir machen zusammen das. Du lernst es nicht, hä? Betrüger wollen immer Warum lachen Anydesk. Sie? Das ist unglaublich. Ja, genau. Du kannst es nicht glauben, weil du ein Betrüger bist. Genau. Betrüger wollen immer Anydesk. Das zeichnet Betrüger aus. Jeder, der Anydesk will, Herr, willst du das machen, ja oder nicht? na, Anydesk? Ganz bestimmt nicht mit einem Ja, Betrüger. aber bitte nicht, ich bin nicht Betrüger, wir Doch, gucken doch. zusammen. Ja, dann sag Das mir doch deine ist von Plattform. Support Sag mir doch Sicherheit, deine da ist Platt. ein Sag mir doch Gewinnchance. deine Plattform und deine Lizenz. Wie heißt meine Plattform, meinten Sie, ja? Ja, richtig. Musst du schon überlegen. Amazon ist es nicht. Kapital Sanktion. Was bitte? Du nuschelst sehr, Herr, nicht zu wir verstehen. machen das, Herr, hören Sie mich bitte, wir machen Investitionen von Amazon, aber unsere Ihr seid Plattform aber nicht hat, Amazon. Ihr seid nicht Amazon. Du rufst nicht von unsere Amazon an. Plattform hat Ja, und? Kapital Synox. Wie? Buchstabier mal. Buchstabier doch mal. Kapital 500 heißt Ach, jetzt auf meine Kapital Kompanie, 500? ja, genau. Jetzt auf einmal Ja, Kapital habe ich schon mal 500. gesagt. Nee, du hast ja dreimal was anderes gesagt. Dreimal. Nein, ich habe Doch. gesagt, Investitionen ist bei Amazon, aber Nein, unsere nicht ist. Plattform Ist. heißt Kapital 500. Ja, und dann Punkt CO? Ja, pig.co. Ja, das ist klar. So. Gut, okay. Ja. Dann wissen wir das doch. So, und wie Sehr lange ist gut. eure. Ah, meine Güte. Was, ey? Du hör doch Ja. mal zu, hör doch mal zu. Du musst nicht immer Ja, ich dazwischen höre Sie, reden. ja. Gut, ich höre dir nämlich auch. Wie alt ist denn diese Plattform? Seit Wie wann seid alt, ihr im ja? Netz? Ja, genau. Hallo. 20 Jahre hat unsere 20 Kompanie. Jahre alt, ja, ich sehe es schon.
Ja. Registriert wurde diese Domain am 16. Januar diesen Jahres. So, okay, jetzt mal deine Lizenz. Wo seid ihr denn lizenziert? Herr, jetzt, Wo das ist seid ihr eine Lizenz lizenziert? von Europe. Wo seid ihr Was? lizenziert? Wer ist der Lizenzgeber? Ja, ich weiß Herr, schon. hören Sie Du mich bitte verstehst, einen Moment. nein, du redest ja eh nur Blödsinn. Ich habe eine klare Frage gestellt. Wo seid ihr Ja, Frank. lizenziert? Wo seid unsere Lizenz, ja? Richtig. Erste gehen zum Erste und ganz unten kannst du schauen. Alles Wo Informationen für unsere. seid ihr lizenziert? Das sollst du mir sagen. Ja, gehen bei Kapital Nee, 500, gehen ganz unten und sag dann. du mir das. Du weißt gar Ich nicht, wo ihr. sage. Ja, dann sag doch mal, wo seid ihr lizenziert? Musst du selber erst nachgucken. Herr, hören Sie mich? Ja, beantworte einfach meine Frage. Wo seid ihr lizenziert? Ganz unten, gehen ganz unten. Nein, meine Frage war, wo seid ihr lizenziert? Nicht, wo ich hingehen soll, wo seid ihr lizenziert? Hier ist alles mit Lizenz. Darf ich Ja, jetzt sag, lesen? nein, ja, lies vor. Kapital.com Australia mit Elidel ist registriert in Australia mit meiner Kompanie. Registrieren Number AEB 4762560148 und ist autorisiert. Das ist mit Lizenz von Australien. Kannst du schauen, Australien Finanzial Services Lizenz Number 513393. So, noch eine Lizenz? Und dann ist mit Lizenz von England, hören Sie mich? Ja. Cyprus, England und international ein Business in Gut, Europa Company. England ist interessant. Unter welcher Nummer seid ihr da? England mit Number, ich sage mit Number England 10. 506220 ist autorisiert Nee, bei Finanz Conduct Authority das ist mit aber nicht Number die. 793714. Richtig, das ist die Lizenznummer. So, Sehr gut. da seid ihr als Kapital 500 registriert, sagst du, ja? Ja, das ist unsere Firma, genau. Jetzt. Ja, Wir ja. arbeiten in ganz Hallo, Europa. hallo, hallo. Ja. Also, ich habe das Ja. jetzt mal überprüft. Die Webseite ist Kapital. .com und nicht Kapital 500 CO. Das ist nicht eure Lizenz. Das ist nicht eure Lizenz. Wie heißt Kapital.co? Ohne Die, 500. na, ja, genau, das ist nicht eure Lizenz. Habt ihr geklaut? Ist nicht eure. Ist nicht eure Herr, Lizenz. das ist ein Plattform, aber unsere Kompanie steht so. Nein, steht nicht so. Die iPhone, iPad, Apple. Hallo, die Trading-Lizenz Ja. dieser Firma Kapital.com, die läuft auf Kapital.com und nicht Kapital 500. Es ist, Okay, ja, Kapital fünfhundert es ist nicht eure und Co. Lizenz. Es ist nicht Das ist eure. unsere Lizenz, Nein, Herr. du verstehst es nicht, ne? Das ist nicht eure Lizenz. Haben Sie alles mit Connection, mit alles? Kapital 500. Ja, aber das ist nicht Ja, eure das ist auch mit Lizenz. Zertifikat. Nein, Gehen bitte schreiben. Kapital das ist nicht 500.co. eure Lizenz. Die habt ihr geklaut, Und kopiert, so. weil ihr Betrüger seid. Das ist Herr, das. Warum lügen Sie jetzt? Du Ja, lügst mit meiner.
ist meine Kompanie oder was? Nein. Weißt du, wie heißt meine Kompanie oder was? Du verstehst gar nicht Deutsch, wenn ich was sage, hä? Warum ja, ich verstehe. Sie hat mir gesagt gerade, unsere Kompanie ist eine Lüge. Steht richtig. Nicht Kapital 500. Richtig. .co, aber steht Kapital. .co. Das ist richtig. Was habe ich gelesen? Ja, meinst nicht. Du? Nein, steht nicht. Kapital.com. Und das ist nicht. Genau, eure... so habe ich gesagt. Das ist nicht eure Firma. Wer hat diese Firma? Ja, das ist Sie? Der eigentliche, das ist der Besitzer dieser Firma. Und das seid nicht ihr. Dann sende mir doch mal eine E-Mail von der Kapital.com. Sende mir einfach eine E-Mail. Hab ich gesagt, Herr. Ich schicke diese E-Mail. Ja, eine E-Mail von der Kapital.com hätte ich gerne. Nicht von der Kapital 500, yes, sondern on, ja? Von Kapital.com. Eine E-Mail bitte. Ja, ich schicke jetzt ein Blatt vor. Ja, ich warte. Ich warte. So, ich habe noch keine E-Mail bekommen. Herr, schreiben da bitte. Ja, nee, ich schreibe nicht, ich warte auf eine E-Mail von dir. Von der Kapital.com. Okay, ich schicke jetzt diese ja, E-Mail. Ja, ich warte drauf. Noch ist keine E-Mail da. Ein Moment, Herr, ja? Ja. Da musst du ja nur ein Hallo schreiben. Da brauchst du ja nicht viele Buchstaben für. Hat angekommen? Nein. Okay, ein Moment. Ich mache das jetzt. Ja, wie sollte sie denn vorher ankommen, wenn du sie jetzt erst verschickst? Ein Moment. Du bist sehr unlogisch, ne? Und dann kannst du schauen jetzt. Ja, ist nichts da. Hat angekommen? Nein. Keine E-Mail da. Jetzt. Nein, keine E-Mail da. Jetzt? Nein. Nein. Noch nicht? Nein. 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 Jetzt, ich habe geschickt, aber dauert eine Minute, ich denke. Ja, da warte ich doch drauf, kein Problem. Herr, wenn du kannst du schauen, das und komm, wo steht Spam, okay? Ich habe keinen Spam-Ordner. Ich sehe jede E-Mail, die reinkommt. Und von dir ist keine ja, E-Mail gekommen. Die E-Mail kommt, ich habe geschickt, aber dauert eine Minute. Ja, eben, da warten wir jetzt drauf. Warten, bitte kurz, ja? Ja. So, was machst du Wochenende? Das geht dich gar nichts an. Warum bist du so warum mit bist mir? Warum bist du denn so ein Betrüger? Nein, wir gucken jetzt, ich bin Betrüger oder du? Ja, ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Nein, ich liebe deutsche Menschen. Ja, ich weiß, um sie zu betrügen, ich weiß. Hast du schon mehrfach erwähnt. Ich mag die Kartoffel, oh meine Güte, Kartoffel ist sehr schmeckt. Ja, ist sehr schmeckt, ne? Du liebst Deutschland ja, so sehr, dass du noch nicht mal deren Sprache kannst. Aber Hauptsache, du kannst Deutsche ja, betrügen. Ja, aber ist ein bisschen schwer, Deutsche, deswegen. Ja, genau. Aber ich habe gemacht Schule. Ja, aber wahrscheinlich in der Grundschule ausgestiegen, ne? Na. Was hast du denn für eine Schule gemacht? Herr, ich habe gelesen in Schule
Hochschule von Investitionen. Ja, hast du gelesen? Du kannst doch gar nicht lesen. Ich habe gelesen und ich habe gemacht das Arbeit von 10 Jahren. Ich bin gerade in London. Unser Büro ist in London. Ja, ich sehe das. Mit einer Vorwahl aus Belgien rufst du mich an. Aus London. Ja. Ja, ja, natürlich, Aber jetzt, gerade in London morgen, ja. Wir gehen wieder in Belgien. Ja, komisch, du rufst aus London mit einer Vorwahl aus Belgien an. Das hat nichts zu tun, was sagen Sie. Doch, ich genau kann damit hat es anrufen. Zu tun. Nein, das kannst du nicht, das ist verboten, das kannst du nicht. Du spoofst deine Telefonnummer. Verboten nachher, doch, weil ich kann anrufen. Jetzt auch mit, nein, mit Number von das, London. Ja, das ist verboten, genau. Das ist, du spoofst deine Telefonnummer. Herr. Ja, ich weiß es. Aus welcher Stadt bleiben Sie? Aus welcher Stadt bleiben Sie? Das habe ich schon mehrfach gesagt, das geht dich gar nichts an. Ich liebe die deutsche Mensch. Ja, das hast du auch schon gesagt. Da, übrigens, deine Mail ist ich immer war noch nicht fünf angekommen, Jahre in ne? Berlin. Ja, in Berlin. Ich war bestimmt, fünf Jahre in Berlin. Alexanderplatz bestimmt, ne? Mehr Straßen kennt ihr Betrüger doch nicht, ne? Du bist ein intelligent Mensch. Ja, und du bist ein dummer Mensch. Alexanderplatz, Brandenburger Tor, da wo war Mauer. Da wo war Mauer, hm, ja, ja. Ja, 27 Jahre Deutschland war Krieg mit Russland. Vor 27 Jahren war Deutschland im Krieg mit Russland. Mein Gott, was du ein Dünnsinn redest. Nur weil du bist ja offensichtlich ein Russe. Nein, ich habe gesagt, du bist war, doch sicher war ein Krieg. Russe, ne? Sieben... Du bist nein, selber Herr, Russe, habe ne? ich gesagt, nein, ich bin nicht Russland. Nein, ja. Ich fick Russland. Ich bin nicht aus Russland. Ich habe gesagt. Wo bist du denn her? Ich? Ja, du, genau. Mit wem telefoniere ich denn sonst? Aus Schweden. Aus was? Aus Malmö. Kennen Sie Malmö? Ah, du... Schweden. Alter, du kannst... Genau! Du kannst doch nicht mal sagen, wie das Land heißt, in dem du angeblich bist. Schweden, ja, nicht Schweden. Du bist so ein dummer Betrüger. So. Das ist unglaublich. Du hast keine Ahnung. Du bist nicht aus Schweden. Ich kann nicht gut Deutsch sprechen, Herr, ja, weil ich habe gemacht kein Schule. Sag doch mal was auf Schwedisch. Ja. Ja, danke, reicht schon. Schweden sagen Schwedisch. Ja, 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 sag doch mal guten Tag auf Schwedisch. Herr. Ja, sie sagt, kannst du hat nicht. Angekommen, du bist... Herr. Nein, ich bin gerade in Arbeit und ich will nicht Zeit weg ja, ja, für bin... Spiele. Aber ja, hat angekommen, genau. E-Mail? Nein, nicht angekommen. Noch nicht? Nein, weil du gar keine geschickt hast. Das ist unglaublich. Ja, es ist unglaublich, dass du nicht kannst schicken von deiner E-Mail-Adresse capital.com. Kannst du nicht schicken von Adresse, weil nicht deine Firma... Gehen bei Spam, bitte. Ich habe keine... Ach, guck mal, jetzt haben wir da was. Das ist wieder capital500.co... geschickt von skiff.com. Du sollst nicht von skiff.com schreiben, sondern von capital.com. Da sollst du schreiben. Yeah, my Spam, bitte. Ja, Alter, ich sehe doch deine E-Mail hier. Ich sehe es doch ja, hier. Haben Sie gesehen? Ja, aber sehr, das ist... Sehr gut. Ja, aber das ist nicht... Die Absenderadresse ist nicht von capital.com, sondern von skiff.com. Du kannst keine E-Mail verschicken von dem Absender capital.com. Das solltest du schicken. Kannst du nicht, weil du ein Betrüger bist. Das ist unser Büro von Support Sicherheit. Das ja, ist ja, richtig. Capital500.co. Nein, die Lizenz ist aber nicht von Capital500, sondern von capital.com. Herr, was die machen Sie geklaut. Für Fleisch? Schwein oder Chicken? Bitte was? Essen Sie Schwein? Das geht dich doch nichts an, was ich esse. Besser Schwein oder Chicken? Das geht dich doch nichts an. Verstehst du es immer noch nicht? Du bist ein Betrüger. Dem werde ich gar nichts erzählen. Nein.
Du bist Das ein ist Betrüger. unglaublich. Ja, Du du bist nicht. ein Guck mal. unglaublich dummer Betrüger. Das ist richtig. Du bist der Ich dümmste weiß, in Betrüger. Deutschland, viele Menschen in Deutschland sind Betrüger. Und Nee, ich du weiß, bist ein Betrüger. Du bist ein deine Betrüger. Leben war nur mit Betrüger. Du Ich bist weiß ein das. Deine Leben war nur mit Betrüger. Du bist Betrüger. der einzige Betrüger, der jetzt anruft. Du bist der einzige Betrüger. Na, ich weiß, du arbeitest mit Betrügerleuten im Leben, aber ich bin nicht so. Richtig. Ich arbeite mit Betrüger. Ich lasse mich anrufen. Genauso wie du mich jetzt angerufen hast. Und dann stelle ich dieses Video. Nein, Genau. ich bin Und nicht doch, Betrüger und doch. ich will dich helfen, Hör das doch Wesen. einfach mal zu. Hör doch einfach mal zu. Weißt du, was ich mache, was Ja. ich arbeite? Ich lasse mich von Nein. Betrügern anrufen und stelle deren Videos, diese Videos auf YouTube online, damit jeder vor dir gewarnt wird. Vor dir und deiner Firma, deiner Okay, Betrügerfirma. machen das. Ja, genau, mache ich doch auch. Auch dieses Video wird wieder bei YouTube erscheinen. Weil du Okay, ein kannst du dummer machen. Betrüger bist. Ja, du bist ein dummer Betrüger. Du kannst mir das Gegenteil nicht beweisen. Du gibst eine falsche Was Lizenz als Wein arbeiten an. Sie? Was arbeiten Habe ich dir Sie? doch Was gerade arbeiten gesagt. Sie? Habe ich dir doch gerade gesagt. Hast du nicht verstanden, ne? Arbeiten Sie mit Betrüger Mensch? Nein, ja, natürlich. Ich stelle Betrüger online bei YouTube. Das ist meine Arbeit. Okay. Sehr gut, machen das. Ich kann Genau. warten. Ja, natürlich musst du auch warten. Warten, bis auch dieses Video wieder bei YouTube online ist. Dann hörst du dich. Und möchtest du noch irgendwen grüßen? Auf YouTube zum Beispiel? Möchtest du deine Mami grüßen? Mami, ich bin ein Betrüger geworden. Willst du Herr, irgendwie. das ist deine Entscheidung, machen, was Sie wollen. Natürlich, ja, mach du doch. Du versuchst ja Aber nur ich zu habe auch betrügen. einen Rechtsanwalt, Ja, wenn Sie genau. wollten. Zeig mich doch an. Genau. Das ist der erste Betrüger, der sagt, er will mich anzeigen, der mich dann wirklich anzeigt. Zeig mich doch an. Genau. Ich warte gerne auf diese Anzeige. Ich weiß, dass du mich nicht Wir machen anzeigst, auch mit weil du ein Rechtsanwalt. Betrüger bist, weil du mit gefälschten Daten im Internet unterwegs bist. Deswegen wirst du mich nie anzeigen. Und schon ist er raus. Sowohl auf die Anzeige als auch auf die E-Mail von Kapital.com warte ich bis heute. Dieser alte Schwede, der kein Wort Schwedisch spricht, sondern eher einen russischen Akzent hat, ist dermaßen unfähig als Betrüger, dass ihn eigentlich die Schweine beißen müssten. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig über seine Inkompetenz schmunzeln. Am Sonntag gibt's ein neues Video. Bis dahin bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crasher.